Ja, liebe Freunde des Barfußlaufens, heute gibt es mal wieder einen Beitrag zu diesem Thema von mir. Und zwar war ich vor 10 Jahren barfuß in Norwegen unterwegs. Und das war eine interessante Erfahrung, weil man das so auf Anhieb nicht unbedingt mit Norwegen verbinden würde, sondern eher festes Schuhwerk und wasserdichte Kleidung, warme Kleidung, da eben das Wetter nicht ganz so kuschelig ist. Aber Norwegen ist ein großes, raues und sehr weites Land, und das kostet Kraft und Energie. Und genau das Barfußlaufen war es, was mir geholfen hat, bei Kräften zu bleiben. Und deshalb lade ich dich einfach ein, auch das mal auszuprobieren. Wenn du irgendwo bist, wo dich die Kraft verlässt, geh mal ein paar Schritte barfuß. Du wirst den Unterschied vielleicht merken. Also ich habe ihn gemerkt, es hat mir sehr gut getan, und was mir noch mehr gut getan hat, war dieses Reingehen in jedes Wasser, was sich mir angeboten hat. Also ich bin dort auch richtig reingegangen. Ich habe auch in diesen Bergseen gelegen. Schwimmen mit Genuss kann man es nicht bezeichnen, weil die wirklich Eiseskälte war und ja, man da nicht wirklich von einem Badeurlaub sprechen kann. Aber auch das kalte Wasser dort gibt sehr viel Kraft und Energie zurück. Es vitalisiert und es härtet ab und ja, es macht einfach nüchtern und klar. Und es erdet genauso wie das Barfußlaufen erdet. Und so wirst du verbunden mit dem ganz normalen Leben. Auch hier gibt es überall irgendwas, ein Fluss, ein Bach. Oder wenn es eine Pfütze ist, irgendwas, probier das einfach mal aus. Verbinde dich mal mit diesen Naturelementen. Die liegen wortwörtlich kostenlos zu unseren Füßen und wir haben verlernt, damit umzugehen. Wenn es uns teuer angeboten wird, irgendwo isoliert, gut verpackt, dann wird es gekauft und dann wird es genommen, aber einfach aus freien Stücken. Das mal an sich auszuprobieren und den Körper rückzuerinnern, denn wir haben diese Anlagen in uns, dass wir damit umgehen können. Das kann wirklich eine wertvolle Ressource sein. Und ich meine ich nicht in Überhöhung, ich will da jetzt keine fanatische Glaubensrichtung draus machen, sondern es ist einfach befreiend, wenn man geerdet und natürlich lebt und sich mit den Sachen verbunden fühlt, mit denen man ohnehin verbunden ist. Also ich wünsche dir viel Spaß dabei.